einfach immer wieder auf der Suche nach neuen Rennen in einer neuen Gegend, neue Landschaften sehen, neue Freunde kennenlernen, neue Rennen anschauen und so weiter. Und einfach immer ein bisschen auf der Suche eigentlich nach Abwechslung. Da bin ich wahrscheinlich ein bisschen süchtig geworden. Lanzarote, todo el mundo conoce a Lanzarote por el Ironman, pero vamos, Lanzarote es una isla deportiva por excelencia, una isla donde todos los deportes tienen cabida. Y como no, mountain bike. Yo creo que recorrer las zonas volcánicas, la zona de arena y recorrer la isla en general es algo inolvidable. Y quien venga a Lanzarote a montar en bicicleta es un afortunado. Was Spezielles, wenn man mit der Fähre anreist, das macht man nicht so oft und das einfach, bringt einfach genau das ein, was ich auch immer wieder ein bisschen suche. Die Verbindung zwischen Urlaub, Radlfahren, Rennen fahren und ich freue mich schon riesig auf das Rennen. Heute sind 15 Kilometer, werde versuchen, dass ich Vollgas gebe die ganze Zeit und dann sehen wir eh, was rauskommt. Ist wirklich mini, es gibt da nur ein paar Häuser und Autofahren ist, glaube ich, offiziell auch verboten. Also es ist wirklich ganz eine kleine Insel. Die Landschaft ist natürlich auch ganz was Spezielles, da damit die sehr oft ist einfach komplett schwarz und so von die Vulkane. 2-3 Kilometer vom Club Santa Rosa entfernt fangen die Trails an und du kannst dann kilometerweise auf geniale Wanderwege unterwegs sein. Ja, wir sind einmal so durch eine Gegend gefahren, wo's Wein anbauen, andere waren wir in einem Nationalpark, wo unglaublich lange Straßen war. Und es gibt einfach so viele schöne Plätze, da irgendwelche Straßen direkt entlang von einer Klippe, wo es dann runter geht zum Meer. Satzrennen ist morgen, 115 Kilometer Ultrabike Lanzarote, auf das freue ich mich schon riesig. Wird glaube ich ein lässiger Tag, ein langer Tag am Radl, interessant sicher, wo wir da überall hinkommen. Ein paar Sachen habe ich mir schon angeschaut. Du weißt einfach, je öfter dass du da abkommst von dem Weg, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann einmal einen Reifenschaden hast und so weiter. Und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass du stürzt. Das heißt, du bist voll fokussiert, dass du einfach auf der Spur bleibst. Und was links und rechts passiert, kriegst du eigentlich blöd gesagt überhaupt nicht mit. Ich bin positiv für die nächsten Sachen, weil es nicht so war, dass ich am Schluss eingegangen bin, sondern im Gegenteil, ich habe am Schluss dann so 20-25 Kilometer vor dem Ziel die unter Anführungszeichen richtige Attacke setzen können, damit ich die Gruppen gestört habe und dann schlussendlich auf den dritten Platz gefahren bin. Am Anfang war es ein wenig taktisch, ganz am Anfang hat mir leider ein bisschen die Power gefällt, damit ich mit der ersten Gruppe mitfahren hätte können. Bueno, nosotros tenemos una carrera, pero la verdad es que lo que vendemos es una experiencia. Yo creo que moverte entre dos islas y disputarse dos etapas con un barco por medio y estando en parajes totalmente naturales lo hace único. La verdad es que creo que disfrutar una carrera en La Graciosa, somos la única de mountain bike que va y es único. Ich bin unendlich dankbar, dass ich so geniale Rennen auf der ganzen Welt bestreiten darf. Madrecita, María del Carmen, hoy te canto esta bella canción.